Danke für die Vorstellung und auch für die Möglichkeit, hier heute einen Teil unserer Forschung zu präsentieren. Wie Frau Balduin-Philips schon sagte, bin ich vom Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität zu Köln. Wir verstehen uns als Wissensfabrik im Bereich der Energiewirtschaft. Wir sind vor allen Dingen auch Ausbildungsbetrieb. Wir haben viele Promotionsstudenten, die sich mit verschiedenen Aspekten der Energiewende beschäftigen. Wir haben vier Research Areas, das ist Electricity Regulation, Energy Commodities und Cross-Sector. Und Teile, die ich heute vorstellen werde, kommen eben vor allen Dingen aus der Research Area Energy Commodities, also Energieträger. Und das ist in Zukunft eben vor allen Dingen Wasserstoff. Die Frage ist, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit Wasserstoff? Sicherlich ist Ihnen das mindestens mal in den Medien in letzter Zeit auch häufiger vorgekommen. Wasserstoff wird als Energieträger der Zukunft gehandelt, weil er eben das Potenzial hat, ein grüner Energieträger zu sein. Das heißt also, wir können Wasserstoff herstellen aus Wasser und Strom mit der sogenannten Elektrolyse. Und wenn wir Wasserstoff verbrennen, entsteht einfach Wasserdampf und kein CO2. Und deswegen kann Wasserstoff als synthetischer Energieträger also zur Energiewende beitragen und weiterhin auch noch weiter umgewandelt werden zu Energieträgern mit höherer Dichte, wie zum Beispiel synthetisches Methan, Methanol oder Ammoniak. Jetzt wird auch häufig über verschiedene Farben des Wasserstoffs gesprochen. Wasserstoff kann sehr bunt sein. Der klassische fossile Wasserstoff ist grauer Wasserstoff. Das ist CO2-intensiver Wasserstoff, der aus fossilen Brennstoffen, zum Beispiel Erdgas, gewonnen wird. Dann haben wir so CO2-armen Wasserstoff. Das basiert auf Erdgas. Das ist zum Beispiel blauer Wasserstoff. Der wird gewonnen durch die Erdgasreformierung und aber dann einer gleichzeitigen Kohlenstoffabscheidung, sodass wir dort keine direkten CO2 oder kaum direkte CO2-Emissionen haben. Türkiser Wasserstoff wiederum entsteht durch die Erdgaspyrolyse. Und dann haben wir noch CO2-armen Wasserstoff basierend auf Strom. Das ist der viel genannte grüne Wasserstoff, der gewonnen wird aus Strom aus erneuerbaren Energien. Wenn wir über roten Wasserstoff sprechen, dann sprechen wir über den Betrieb einer Elektrolyse mit Kernenergie. Und dann gibt es noch orangen Wasserstoff. Das ist Wasserstoff, der aus Strom aus Müllverbrennungsanlagen gewonnen wird. Warum beschäftigen wir uns mit Wasserstoff im Rahmen der Energiewende? Das sind zum einen geringe CO2-Emissionen, wie ich ja schon sagte. Wir können es aus CO2-armem Strom herstellen und bei der Verbrennung entsteht kein CO2. Wasserstoff ist transportfähig über weite Distanzen und in großen Mengen über lange Zeiträume speicherbar. Und da liegt eben auch der Vorteil gegenüber Strom. Strom ist im Verhältnis sehr schlecht speicherbar. Und wenn wir dann eben Strom über längere Zeiten speichern wollen, dann können wir das über den Umweg des Wasserstoffs machen. Und Wasserstoff kann vielseitig eingesetzt werden, auch als Alternative zur Elektrifizierung. Deswegen sehen wir zwei primäre Einsatzfelder von Wasserstoff. Das ist einmal der Einsatz dort, wo Elektrifizierung gar nicht oder nur sehr schwer möglich ist. Das ist zum Beispiel im Schiffsverkehr, im Flugverkehr, entweder mittels Direktnutzung oder auch durch Umwandlung in synthetische Kraftstoffe, wie zum Beispiel synthetisches Kerosin. Der Einsatz ist aber auch möglich in der energieintensiven Industrie, zum Beispiel im Stahl oder in der Stahl- oder Zementherstellung und dort auch nicht nur als Energieträger, sondern auch in stofflicher Form und auch der Einsatz in Prozessen der Chemieindustrie. Da kann eben für den Wasserstoff dort Vorteile bieten, weil die Elektrifizierung da kaum möglich ist. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Wasserstoff als Flexibilitätsoption, wie ich ja schon anmerkte, zur Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien. Und in der Übergangszeit dann auch in der, als Beim also in Form der Beimischung in bestehenden Erdgaskraftwerken. Die Wasserstoffwertschöpfungskette ist tatsächlich komplexer als beim Strom oder auch beim Gas, weil wir Wasserstoff als Kopplungstechnologie nutzen können. Wir haben auf der linken Seite
wenn wir jetzt von grünem Wasserstoff sprechen oder CO2-armen Wasserstoff, fängt es eben erstmal mit Strom an. Und zwar Strom aus zum Beispiel Solar- oder Windenergie oder auch Wasserkraft oder Biomasse. Und dieser Strom wird dann genutzt, um in einer Elektrolyse daraus Wasserstoff zu erzeugen. Alternativ können wir auch Wasserstoff importieren oder auch Wasserstoffderivate hier herstellen, wie zum Beispiel synthetisches Methan oder direkt das synthetische Methan importieren. In der weiteren Wertschöpfungskette kommt dann eben der Transport bzw. die Speicherung und auch der Handel. Dort kann Wasserstoff über ein Wasserstoffnetz verteilt oder transportiert werden. Und an dieses Wasserstoffnetz können dann eben auch Wasserstoffspeicher angeschlossen sein. Das können zum Beispiel untertägige Salzkavernen sein, wo Wasserstoff unter hohem Druck in großen künstlichen Hohlräumen unter der Erde gespeichert wird. Und diese Speicher speisen dann eben das Wasserstoff zurück in den Wasserstoff zurück in das Wasserstoffnetz, von wo aus er dann an die Anwendungen verteilt werden kann, zum Beispiel im Mobilitätssektor, im Industriesektor oder eben auch zur Stromerzeugung. Wir können Wasserstoff auch zum Beispiel per Schiff transportieren, in Form von flüssigem Wasserstoff. Die Verflüssigung kann auch genutzt werden, um dann zum Beispiel den Wasserstoff per LKW zu transportieren an schwer, also weit entfernte oder schlecht angebundene Standorte der Anwendung. Und wenn wir uns jetzt hier unten nochmal die Kette anschauen, dann haben wir eben die Wasserstoffderivate, zum Beispiel mit synthetisches Methan, was in das bestehende Erdgasnetz eingespeist werden kann, wo dann eben auch bestehende Erdgasspeicher verwendet werden können. Die bestehenden Anwendungen, wie zum Beispiel Erdgaskraftwerke, dort im Anwendungssektor, im Stromsektor verwendet werden können. Dadurch, dass Wasserstoff eben so ein zentraler Teil der Energiewende ist und vielseitig einsetzbar ist, aber eben auch ein recht neuer Energieträger in dem Maßstabe im Rahmen der Energiewende sein wird, hat die Bundesregierung eine Wasserstoffstrategie entwickelt, um den Rahmen zu setzen für den Wasserstoffmarkthochlauf. Und hier ist eben das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 ausreichend Wasserstoff und Derivate zur Verfügung zu stellen. Ziel ist etwa 90 bis 130 Terawattstunden CO2-armen Wasserstoff dort entweder heimisch zu produzieren oder zu importieren. Und für die heimische Produktion ist das Ziel bis 2030 10 Gigawatt heimische Elektrolyseure, also heimische Wasserstoffproduktion aufzubauen. Dafür wurden verschiedene Handlungsfelder in dieser Wasserstoffstrategie definiert. Das ist zum einen die Verfügbarkeit sicherstellen, das heißt also den Anwendern dort die Sicherheit geben, dass Wasserstoff auch verfügbar ist, wenn sie jetzt auf diese neue Technologie setzen. Dafür muss die Infrastruktur ausgebaut werden, dass der Wasserstoff zum Beispiel dann auch über ein Transportnetz transportiert werden kann. Die Anwendungen sollen soweit etabliert werden, dass dort eben dann auch das Technologierisiko sinkt. Und dafür müssen insgesamt eben die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und diese Rahmenbedingungen, hier wird die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung ergänzt durch weitere Strategien. Erst kürzlich wurde die Wasserstoffimportstrategie der Bundesregierung veröffentlicht, wo es dann darum geht, diese 90 bis 130 Terawattstunden bis 2030 zum Teil aus anderen Ländern zu importieren. Dann ist in Aussicht gestellt worden die Kraftwerkstrategie, wo es darum geht, auch Wasserstoffkraftwerke mittelfristig in Deutschland aufzubauen. Und angekündigt ist auch eine Wasserstoffspeicherstrategie, die im Laufe dieses Jahres noch veröffentlicht werden soll, wo es dann eben auch darum geht, wie wir Wasserstoffspeicher in Deutschland anreizen können. Wasserstoff soll zum Teil eben in Deutschland produziert werden. Die Wasserstoffstrategie sagt, dass bis 2030 10 Gigawatt Elektrolyseure in Deutschland aufgebaut werden sollen.
Und parallel haben wir eben auch schon viele Wasserstoffprojekte in Deutschland in Planung. Derzeit sind 125 Elektrolyseprojekte in Planung, beziehungsweise davon sind auch schon 37 Stück in Betrieb und 16 Projekte haben eine Final Investment Decision, FID. Von den geplanten 10 Gigawatt bis 2030 sind allerdings bisher nur 66 MW, also 0,066 Gigawatt in Betrieb. Und obwohl es dann eben bereits eine große Anzahl von Projekten ist mit 37, haben die eben eine recht geringe durchschnittliche Leistung. Die Projekte, die geplant sind, die sind im Durchschnitt deutlich größer, sodass mit den aktuell geplanten und betriebenen 125 Projekten tatsächlich dieses Ziel von 10 Gigawatt bis 2030 eingehalten werden kann, wenn denn alle Projekte, die geplant sind, auch so kommen. Da muss man auch sehen, dass zwischen August 2023 und Februar letzten Jahres, also ungefähr in einem halben Jahr, gerade mal 4 Megawatt in Betrieb genommen wurden, also 0,004 Gigawatt. Und um dann tatsächlich dieses Ziel bis 2030 zu erreichen, muss da die Geschwindigkeit eben deutlich angezogen werden. Ein Teil des Wasserstoffs, den wir in Deutschland benötigen werden, können wir also heimisch produzieren durch heimische Elektrolyseure. Ein Teil wird aber importiert werden müssen, da die Ressourcen in Deutschland nicht ausreichen, um dort uns vollständig mit dem Wasserstoff zu versorgen. Und wie viel Wasserstoff wir tatsächlich in Zukunft benötigen werden und welchen Anteil dort die Importe haben, da sind sich die Studien nicht einig. Das ist eine große Frage der Forschung, wo wir eben auch mit dran forschen. Wir sehen jetzt hier einen Vergleich verschiedener Energiesystemstudien aus den letzten Jahren. Links ist der Wasserstoffbedarf für 2030 dargestellt und rechts der Wasserstoffbedarf für 2045. Wir sehen, dass die absoluten Werte deutlich auseinandergehen. Also wir haben hier für 2030 prognostizierte Bedarfe von unter 20 Terawattstunden bis über 100 Terawattstunden. Und auch der Anteil der Importe hier zwischen den Studien sehr unterschiedlich ist. Noch höher sind die Unterschiede dann für die Szenarien bis 2045. Hier geben einige Studien an, dass wir einen sehr großen Teil importieren werden und nur einen kleinen Prozentsatz heimisch produzieren. Und andere Studien sehen da einen etwas ausgeglicheneren Wert. Wie viel wir tatsächlich in Zukunft dann heimisch produzieren und importieren, hängt natürlich von der Ressourcenverfügbarkeit ab und auch von den Wasserstoffkosten und im Endeffekt dann auch dem Wasserstoffpreis. Es hängt aber auch davon ab, wer tatsächlich dort investiert im Ausland, um diese Exportkapazitäten auch aufzubauen, dass dann Deutschland importieren kann. Und da ist Deutschland eben auch dabei, viele Kooperationen in die Wege zu leiten. Wir sehen hier rechts eine Karte mit internationalen Kooperationen, die die deutsche Bundesregierung derzeit eingegangen ist oder auch plant. Wir haben hier in Rot Energiedialoge, in Gelb sind Energiepartnerschaften und blau sind tatsächlich Wasserstoffpartnerschaften. Und wir sehen, dass wir Energie- und Wasserstoffpartnerschaften oder reine Wasserstoffpartnerschaften zum Beispiel mit Namibia, mit Ägypten, aber auch mit Australien und Kanada und Chile bisher eingegangen sind. Und da ist eben der Ziel durch diese Kooperation, die Exportfähigkeit der Länder und damit auch die Importfähigkeit von Deutschland dort kurz- bis mittelfristig zu erhöhen, beziehungsweise erstmal zu gewährleisten. Wenn der Wasserstoff dann tatsächlich produziert oder importiert wurde, dann muss er eben auch transportiert werden. Und für den Transport von Wasserstoff soll ein neues Wasserstoffnetz aufgebaut werden. Und dieses Wasserstoffnetz wird dann eben genutzt, um den Wasserstoff von den Erzeugern zu den Verbrauchern zu bringen. Aktuell gibt es tatsächlich schon 420 Kilometer Wasserstoffnetz in Deutschland. Das sind drei eigenständige Standorte. Das sind vor allen Dingen Industrienetze, die privat dort dann genutzt werden, um zum Beispiel Raffinerien zu versorgen mit grauem Wasserstoff, also mit CO2.
also mit Wasserstoff, der mit CO2 behaftet ist. Geplant sind jetzt bis 2032 fast 10.000 Kilometer Wasserstoffleitung. Das ist hier rechts dargestellt. Das ist der Entwurf des Wasserstoffkernnetzes der Fernleitungsnetzbetreiber GAS. Und davon sollen circa 60% aus ungewidmeten Erdgasleitungen entstehen. Das heißt also, im Rahmen der Energiewende ist das Ziel, den Erdgasbedarf zu senken und diesen Erdgasbedarf teilweise auch mit Wasserstoff dann zu kompensieren. Dadurch sinkt der Bedarf, Erdgas zu transportieren. Und damit haben wir dort eben Leitungen, die sozusagen frei werden, die für den Wasserstofftransport genutzt werden können, die allerdings vorher auch dann umgebaut werden müssen. Das sind vor allen Dingen die Verdichterstationen, die dann angepasst werden müssen, dass dann mit dem bestehenden Erdgasnetz auch Wasserstoff transportiert werden muss. Dieses Wasserstoffkernnetz, das ist ein Entwurf, der bereits im NWG verankert ist, der quasi ein Ziel darstellt, das im NWG verankert ist, für ein deutschlandweites, ausbaufähiges, effizientes, klimafreundliches und schnell realisierbares Wasserstoffnetz. Und dadurch, dass das eben auch so von der Bundesregierung gewünscht ist, wird es auch gefördert. Und zwar wird hier eine Förderung vorgenommen durch eine Deckelung der Netzentgelte, die dann bei der Benutzung des Wasserstoffnetzes dort anfallen. Wenn dann der Wasserstoff eben produziert wurde und auch transportiert wurde, dann wird er im letzten Schritt in den verschiedenen Anwendungssektoren genutzt. Und wie wir auch auf der vorherigen Grafik schon gesehen haben, ist der zukünftige Wasserstoffbedarf noch recht ungewiss und die Studien gehen auseinander. Hier ist jetzt nochmal eine andere Darstellung. Das ist der Vergleich der Big Five Klimaneutralitätsstudien, die im Jahr 2022 rausgekommen sind. Die Studien geben eine Riesenbandbreite an. Also hier ist jetzt dargestellt der Wasserstoffbedarf einmal für 2030, einmal für 2045, aufgeteilt nach den Sektoren Strom, Industrie, Gebäude und Verkehr. Wir sehen, dass gerade 2045 Strom und Industrie den größten Anteil haben. Da sind sich die Studien relativ einig, dass das eigentlich No-Regret-Optionen sind, dass das also Sektoren sind, wo wir in jedem Fall Wasserstoff benötigen werden. Der Einsatz im Gebäude und im Verkehr hat, wenn überhaupt, in den Studien einen geringeren Anteil. Es gibt aber auch Studien, die sagen, dass Wasserstoff dort gar nicht verwendet werden muss, sondern man dort eben eher auf Elektrifizierung setzen kann. Warum ist jetzt der Wasserstoff so wichtig für den Stromsektor? Wasserstoff kann eben zur Stromerzeugung genutzt werden, wenn Wind und Sonne nicht verfügbar ist. Hier dargestellt ist die Erzeugung aus erneuerbar also die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland in der letzten Woche. In Bunt und in Rot darüber gelegt die Netzlast, also der Stromverbrauch von Deutschland. Und wir sehen, dass wir sogar jetzt schon in der letzten Woche an 5 Tagen die deutsche Stromlast zur Mittagszeit vollständig durch selbsterzeugten erneuerbaren Strom decken konnten und teilweise dieser sogar über dem Bedarf lag. Insgesamt haben wir im Quartal 2 2024 rund 65% unserer Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien decken können. Wir haben aber heutzutage noch Defizite. Das sind dann eben immer diese weißen Flächen zwischen der Erzeugung und dem Verbrauch, die durch fossile Energien gedeckt werden müssen. In Zukunft wollen wir von den fossilen Energien wegkommen und müssen dort eben dann diese Defizite anders decken. Und da kommt jetzt der Wasserstoff ins Spiel. Wenn wir einen Überschuss an erneuerbarem Strom haben und der Stromverbrauch bereits gedeckt ist, können wir die Differenz nutzen, um mit der Elektrolyse Wasserstoff zu erzeugen. Dieser kann in einem Wasserstoffspeicher über längere Zeit sehr gut gespeichert werden. Und zu einem späteren Zeitpunkt können wir den Wasserstoff nutzen, um dann dort wieder zum Beispiel in einem Wasserstoffkraftwerk oder in einer Brennstoffzelle dann Strom zu erzeugen. Das funktioniert hier jetzt noch nicht so gut, weil wir in allen 3 Schritten Verluste haben durch
also Wirkungsgradverluste, Umwandlungsverluste. Das heißt also, wir brauchen einen höheren Überschuss an erneuerbaren Energien, als wir hier dann als Defizit haben. Das heißt also, wir müssen die erneuerbaren Energien noch deutlich ausbauen, dass wir genug Wasserstoff erzeugen können, um diese Defizite, wenn dann Wind und Sonne nicht vorhanden sind, zu decken. Und die Frage, die wahrscheinlich auch viel durch die Medien geistert, ist, was kostet der Wasserstoff im Endeffekt? Wasserstoff wird wahrscheinlich teurer werden als heutige Energieträger wie Erdgas. Die Kosten für Wasserstoff sind abhängig vom Standort und auch vom Zeitpunkt der Produktion. Und wichtig ist aber, das, was heutzutage an Kosten durch die Medien und vielleicht auch durch die Forschung geistert, sind eigentlich immer Kosten und keine Preise. Und das ist auch das, was wir hier ausweisen. Das EWI hat ein Tool herausgebracht, das Global PTX Cost Tool, was Sie sich auch kostenlos bei uns runterladen können, wo wir Wasserstoffgestehungskosten für verschiedene Standorte und auch für verschiedene Transportrouten für den Import nach Deutschland untersuchen. Das sind alles allerdings nicht der Preis für Wasserstoff. Der zukünftige Preis für Wasserstoff beinhaltet dann eben auch noch Gewinnmargen, Netzentgelte, Steuern eventuell. Und das käme dann hier nochmal obendrauf. Derzeit gibt es noch keinen Preis für Wasserstoff, weil es auch noch keinen echten Wasserstoffmarkt gibt. Wenn wir uns jetzt aber hier die Kosten anschauen, sehen wir, dass zum Beispiel Wasserstoff, der durch Offshore-Wind in Deutschland produziert wird, ungefähr auf dem gleichen Niveau liegt wie Wasserstoff, der in Marokko produziert wird und dann per Pipeline nach Deutschland importiert wird. Wenn wir uns Wasserstoff basierend auf PV-Energie anschauen, dann ist die Herstellung in Deutschland teurer als diesen oder hat höhere Kosten, als den Wasserstoff zum Beispiel in Spanien zu produzieren und dann nach Deutschland zu importieren. Einflussfaktoren für Wasserstoffkosten sind zum Beispiel das Angebot von grünem Strom, also wie viel Vollerstunden haben die erneuerbaren Anlagen, also wie häufig weht der Wind, wie häufig scheint die Sonne, mit welcher Leistung. Aber natürlich auch die Investitionskosten für die Anlagen, zum einen für die erneuerbaren Energien, aber dann auch für die Wasserstoffproduktion, also für die Elektrolyse. Und dann auch den Transportweg und die Transportart. Das heißt, es ist immer gerade bei dem Import ein Abwägen. Wir haben eben Weltregionen, die sehr gute Verfügbarkeiten von erneuerbaren Energien haben, wie Chile, wie zum Beispiel auch aus Australien. Da ist der Transportweg dann natürlich aber auch höher, was dann im Endeffekt die Kosten bedingt. Und damit komme ich tatsächlich auch schon zum Ende meines Vortrags. Und möchte noch ein ganz kurzes Fazit geben. Es ging ja darum, Wasserstoff in der Energiewende, wann, wo und wie viel. Warum ist ja eigentlich auch noch eine Frage, die man sich da stellen kann. Wasserstoff ist notwendig für die Dekarbonisierung von nicht elektrifizierbaren Sektoren, gerade in der Industrie, aber auch zur Flexibilisierung der Stromerzeugung. Und da haben wir dann eben drei große Themenfelder. Das ist die Produktion von Wasserstoff, die kann in Deutschland erfolgen durch heimische Elektrolyseure. Die kann aber auch durch den Import von Wasserstoff oder auch Wasserstoffderivaten wie zum Beispiel Ammoniak oder synthetisches Methan erfolgen. Dann haben wir den Wasserstofftransport, was zunächst jetzt im ersten Schritt gerade in Deutschland den Aufbau eines Wasserstoffnetzes bedeutet. Und dann haben wir den Verbrauch, den Wasserstoffverbrauch, den Einsatz vor allen Dingen im Strom- und im Industriesektor und Gebäude- und Verkehrssektor sind dort tatsächlich zweitrangig. Und die großen Herausforderungen, die wir hier sehen, ist, dass es einfach eine recht neue Technologie ist. Wasserstoff wird zwar in einigen Prozessen schon sehr lange eingesetzt, aber halt nicht in dieser Fülle an Anwendungen und auch nicht in dieser Menge. Und wir haben eben auch hohe Kosten, wenn wir das mit aktuellen fossilen Energieträgern vergleichen. Und das sind die Punkte, die wir uns auch eben in unserer Forschung am EWI anschauen, in verschiedensten Projekten. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags und freue mich sehr auf Ihre Fragen.